Mir ist klar geworden, dass es sich hier wahrscheinlich um eine der wichtigsten und einzigartigsten, sogar intellektuellsten Veranstaltungen der letzten Jahre handelt. Versuchst du gerade rauszufinden, was wir hier machen? So, ob das, was da rauskommt. Kommt da was raus? Was wichtig ist, ist, dass diese Welt sich ändert und dass wir Frauen aufwachen sollten und erkennen müssen, dass wir das Recht und die Pflicht haben, diese Gesellschaft zu regieren, die aktuell noch uns regiert. Ich fühle mich generell in feministischen Umgebungen immer sehr unwohl. Und ist es nicht wundervoll, wie viel im Universum herumschwirrende Hingabe es uns gegenüber gibt? Insbesondere denen gegenüber, die dabei sind, ihre Muschi um einen Penis zu klammern. Anderes Thema. Es macht mir Angst, weil es ist humorlos. Ja, natürlich. Das ist nämlich das Erste, wo es denn ist. Wärst du eine Phrase? Ich glaube, dass wir alle besseren, aufregenderen Sex haben, wenn wir Frauen beibringen, dass sie auch ein Recht darauf haben, dass Sex Spaß ja, macht. Wenn man es jetzt mal ganz runterbricht, würde heißen, naja, im Kommunismus gibt es ja automatisch Gleichberechtigung. Erklär doch noch mal, wie der Kommunismus den Sex kaputt macht. Ey, du kannst jetzt dieses Spielchen spielen, aber es ist echt dämlich. Komm schon, Jill, sei eine Lady. Das ist ein Teilen, ein Scheitern deines Konzeptes, von dem wir ohnehin vielleicht nicht so ganz überzeugt sind. Was ganz klar ist, dass dieser revolutionäre Geist und dieses jetzt kommt die neue Welt, dass das halt nicht passiert. Das ist aber auch nicht bei der Französischen Revolution passiert. Nee, wieso doch? Da wäre ich ja am Galgen gegangen am Ende.